Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir finden uns, wie wir gut sehen können, in der Vorlesungsreihe der Chemie und sind hier beim 15. Video angekommen, wo wir uns mit Alkoholen, Säuren, Ether, Ester und Anhydriden beschäftigen werden. Das klingt jetzt erstmal sehr viel, gebe ich zu, sind quasi fünf Themenkomplexe. Die möchte ich aber nicht getrennt behandeln, deswegen wird die Vorlesung auch ein bisschen länger als, ich sag mal, durchschnittlich üblich. Dafür werde ich die nächste etwas kürzen, soweit möglich. Und warum ich sie nicht getrennt behandeln möchte, ist, dass, wie man hier vielleicht schon diesem Schema, was ich mir erarbeitet habe, sieht, die sehr miteinander zusammenhängen und das eine sich in das andere quasi überführen lässt. Und daher halte ich es für ungünstig, wenn man die thematisch trennt. Deswegen ziehen wir hier lieber durch und sagen, ich schätze mal so, 5 bis 10 Minuten wird es auf jeden Fall länger dauern als üblich. Und dann haben wir es aber wenigstens komplett, statt dann nochmal irgendwo mittendrin einen Break zu machen. Gut, wie ihr seht, wir gehen strukturiert vor. Wir kümmern uns hier um alle der 5 Gruppen mal ganz grob gesagt und bei jeder machen wir natürlich erstmal ein bisschen was Allgemeines. Dann schauen wir uns die Darstellung, also die Hersteller an und dann welche Reaktionen diese eingehen können. Und ja, das kombinieren wir dann natürlich auch mit Übungen, um das zu festigen. Gut, wie gesagt, viel zu tun. Fangen wir am besten an und zwar mit den Alkoholen. Ja, das sind halt alle organische Verbindungen, die eine OH-Gruppe aufweisen, die an einen Kohlenstoff gebunden ist, der wiederum nur Einfachbindungen zu anderen Kohlenstoffen oder Wasserstoff aufweist. Ist das eine OH-Gruppe, die nicht an einen solchen gebunden ist, könnten das auch andere Verbindungen sein. Dazu aber später mehr. Die funktionelle Gruppe der Alkohole ist dann natürlich diese OH-Gruppe. Und jedes Alkohol wird mit dem Verbindungssuffix OL benannt. Das bekannteste Beispiel ist höchstwahrscheinlich der trinkbare Ethanol. Also quasi, wenn man landläufig in der Sprache Alkohol sagt, meint man eigentlich immer Ethanol, weil das der trinkbare ist. Methanol kann man blind werden oder auch dran sterben. Auch die anderen Alkohole sind Nervengift, Ethanol selbst zwar quasi auch, aber kriegt unser Körper noch gerade so hin. Ihr seht auch jetzt die Zusammensetzung, zwei Cs, wir kommen also zum Eth von Ethan, weil es keine andere Doppelbindung hat und dann halt OL dran, weil wir die funktionelle OH-Gruppe haben. Sollte mal eine Benennung uneindeutig werden, dann wird mittels einer vorgestellten Zahl noch die Position angegeben, wobei die OH-Gruppe den niedrigsten Lokantensatz hat. Also hier in dem Fall haben wir 1, 2, 3, 4 C, sprich Butan und an ja, der niedrigstmöglichen Stelle, dann wo das OH ist, ist die 1, also ist es Butan 1-Ol. Man könnte es jetzt nicht Butanol einfach nennen, das wäre nicht richtig, weil das OH könnte ja auch an der zweiten Stelle sein. Dritte und vierte kommt sowieso nicht in Frage, weil wenn man es andersrum lesen würde, das wieder die erste und die zweite wäre. Es gibt also quasi nur zwei mögliche Positionierungen im Sinne der Benennung. Wenn es mehrere OH-Gruppen gibt, dann wird dies mit dem entsprechenden griechischen Zahlwort dargestellt und auch diese müssen einen möglichst niedrigen Lokantensatz aufweisen. Falsch wäre zum Beispiel hier, wenn wir sagen, dies wäre 1-Chlor-Butan, 2,4-Diol, das heißt, wenn wir den Substituenten Chlor die höchste Priorität zuweisen täten, kämen wir zwar auf diesen Namen, das wäre allerdings falsch, denn die funktionellen OH-Gruppen müssen die höchste Funktionalität haben und daher machen wir es richtig. Das hier ist 4-Chlor-Butan, 1,3-Diol. Alkohol sind biologisch betrachtet Neurotoxine, welche Zytokine denaturieren lassen, was in Kombination mit Wasser- und Nährstoffentzug aus dem Blut zu den so bekannten Katersymptomen führt. Und halt Alkohole, auch Ethanol, führt dann halt dies. Durch die OH-Gruppen sind Alkohole gut wasserlöslich oder als Fachbegriff hydrophil, das Gegenteil wäre hydrophob, die würden sich dann halt nicht in Alkohol lösen, im Wasser lösen. Und da der Alkylrest dies jedoch behindert, nimmt die Wasserlöslichkeit mit zunehmender Kettenlänge ab. Das heißt, Methanol als kleinster Alkohol ist perfekt wasserlöslich und was weiß ich, wenn wir irgendwie hätten Undecanol oder sowas in der Richtung, irgendwas Großes, da wäre die Löslichkeit schon wieder deutlich geringer. Damit sind wir schon bei der Darstellung, also der Frage, wie stellen wir Alkohol her? Und der erste Punkt wäre dann, oder die erste Möglichkeit, die Hydratisierung von Alkenen. Und verwendet man hier als Katalysator Schwefelsäure, dann reagieren Alkene mit Wasser zu Alkoholen. Hier mal ganz einfach dargestellt, oder simpel gesagt, die Doppelbindung
Quasi da addiert sich einmal Wasserstoff und eine OH-Gruppe aus dem Wasser. Die Hydratisierung von Alkin ist auch möglich und wird hier als Katalysator Schwefelsäure verwendet. Dann reagieren Alkine mit Wasser zu Diolen. Ist klar, im ersten Schritt einmal Wasserstoff und einmal eine OH-Gruppe dran und dann nochmal derselbe Schritt quasi, wie wir ihn oben haben und dann entsteht ein Diol. Was hier vielleicht auffällt, die OH-Gruppen binden sich immer an dasselbe C. Woran liegt das? Ja, das hat was mit einer gewissen Selektivität, nenne ich es mal, zu tun. Und die bewirkt halt, dass immer das höchst substituierte Alkan entsteht. Das heißt, die Wasserstoff binden sich immer an den C, das die wenigste Verbindung zu anderen C hat. Und die OH-Gruppen binden sich immer an den C, das die meisten hat. Deswegen sehen wir bei erstens, da wo der Methylrest abgeht, da hat sich die OH-Gruppe dran gebunden. Drittens, die Hydrierung von Aldehyden und Ketonen. Wenn man als Katalysator Platin oder Palladium verwendet, dann reagieren Aldehyde oder Ketone, die beiden sind eigentlich von Reaktionen her so gut wie identisch, mit Wasserstoff zu Alkoholen. Wir sehen, katalytisch bindet sich hier ein Wasserstoff an das Sauerstoffatom und an das C mit der Doppelbindung und wir haben dann ein Alkohol. Viertens, die Spaltung von Ethern. Ja, wie gesagt, Ethan, Ester, Säureanhydride reagieren alle mehr oder weniger ähnlich, lassen sich ineinander überführen. Und das heißt, da sie auch Gleichschrittsreaktionen sind, lassen sie sich sowohl synthetisieren, als auch wieder in ihre Bestandteile zerlegen. Und ein Ether sind quasi besteht aus zwei Alkoholen. Und wenn man mit Jod oder Bromwasserstoffsäure in Wasser das versetzt, den Ether, dann kommt es zur Addition und es entstehen zwei Alkohole. Das sehen wir hier, denke ich, ganz gut dargestellt. Eine Bindung zum Rest klappt zum Wasserstoff um. Der Rest bindet sich wiederum an die Bindung zu der OH-Gruppe des Wassers und es kommt zweimal ein Alkohol raus. Ähnlich verhält es sich mit Carbonsäureestern, nur dass wir nicht quasi eine Verbindung haben, die aus zwei Alkoholen besteht, sondern aus einem Alkohol und einer Carbonsäure. Und hier müssen wir auch Schwefelsäure verwenden und wieder Wasser mit der Addition. Kommen wir dann halt zur Carbonsäure und zum Alkohol, aus dem der Ester ursprünglich mal synthetisiert wurde. Damit sind wir auch schon bei den Reaktionen der Alkohole. Die erste Reaktion ist die Dehydration zu Ether, denn wird als Katalysator Schwefelsäure verwendet, dann reagieren zwei Alkoholmoleküle unter Abspaltung von Wasser bei einer Temperatur von mehr als 140 Grad Celsius. Achtung, bei weniger als 140 Grad Celsius, dann entsteht der Schwefelsäureester. Und bei mehr als 140 Grad Celsius, dann kriegen wir den entsprechenden Ether raus. Ja, wie wir sehen, wir haben hier zweimal den Alkohol, katalytisch mit Schwefelsäure und hoher Temperatur, sage ich mal, über 140 Grad. Das oder die Bindungen klappen entsprechend um. Das O bindet sich an den Rest. Das restliche H vom OH bindet sich an die andere OH-Gruppe. Es entsteht quasi der Ether und ein Wasser. Dann gibt es noch die Dehydration zu Estern, denn mit Carbonsäuren reagieren Alkohole unter Wasserabspaltung zu Estern. Ja, haben wir ja gerade mehr oder weniger auch gesehen. Wenn sie sich daraus herstellen lassen, wie gesagt, Gleichschrittsreaktion, dann kann man sie auch daraus herstellen. Mechanismus ist mehr oder weniger derselbe wie bei den Ethern, wie ihr seht. Es geht immer nur um die OH-Gruppen, wobei das O sich wieder an das R bindet und das H ans OH. Es entsteht halt der Ester und Wasser. Dann haben wir noch unter drittens die Dehydration zu Alkenen. Und wenn man hier Schwefelsäure bei einer Temperatur von Größe 170 Grad Celsius als Katalysator verwendet, dann reagieren primäre Alkohole zu Alkenen. Wir sehen hier, die Bindung klappt um, das OH wird abgespalten, bindet sich an das H. Das heißt, unter Abspaltung von einmal Wasser entsteht hier ein Alken. Viertens, Oxidation zu Aldehyden. Wird als Katalysator die Collins-Reagenz verwendet, das ist diese interessant aussehende Verbindung, die hier unterhalb des Reaktionsfelds zu sehen ist, dann reagieren primäre Alkohole zu Aldehyden. Es wird quasi katalytisch, sage ich mal, einfach Wasserstoff abgespalten, einmal von der OH-Gruppe, einmal vom H des Cs. Und ja, die Bindung klappt zum Sauerstoff um und wir haben hier ein Aldehyd, das heißt, es könnte auch, wenn das unten kein H wäre, sondern eher ein Keton sein. Man kann auch Oxidation durchführen,
dann entstehen Carbonsäuren. Dazu muss man als Katalysator die Chromsäure verwenden und dann reagieren primäre Alkohole in Wasser zu Carbonsäuren. Nochmal eigentlich möchte ich kurz erläutern, primär, sekundär, tertiär. Primär heißt halt gebunden an einen primären Kohlenstoff, das heißt ein Kohlenstoff, der nur zu einem anderen Kohlenstoff noch eine Verbindung hat, sonst nur zu Wasserstoff. Sekundär, Kohlenstoff hat zwei andere Verbindungen zu Kohlenstoff. Tertiär, Kohlenstoff hat Verbindung zu drei anderen Kohlenstoff. So, und das ist ein mehrstufiger Prozess, beziehungsweise läuft in verschiedenen Schritten ab. Im ersten Schritt wird erstmal Wasserstoff abgespalten und wir kommen zu einem Aldehyd raus. Das kommt uns, denke ich, recht bekannt vor, das hatten wir quasi gerade. Im nächsten Schritt bindet sich das doppelt gebundene Sauerstoff an einen Wasserstoff des umliegenden Wassers und an das C bindet sich eine OH-Gruppe. Es kommt dann quasi raus ein doppelter Alkohol. Dieser doppelte Alkohol, da kommt zum Bindungsumbruch, wenn wir hier wieder unsere Chromsäure als Katalysator verwenden. Die Bindung klappt wieder zum OH um. Das H der OH-Gruppe wird abgespalten und bindet sich zu dem frei gewordenen H. Das heißt, es kommt wieder zur Abspaltung von Wasserstoff. Und dann kommt unsere Carbonsäure heraus. Deswegen ein zweistufiger Prozess. Sechstens. Oxidation zu Keton. Wird als Katalysator die Collins-Reagenz, das ist wieder diese interessante Verbindung, oder auch Chromsäure verwendet, dann reagieren sekundäre Alkohole, wichtig werden gerade primäre, zu Keton. Wir sehen das hier wieder kurz dargestellt, die Bindungen klappen um und dann haben wir unser Keton. Gut, damit sind wir jetzt zweitens angelangt, den Carbonsäuren. Und das sind halt allorganische Verbindungen, die eine COOH-Gruppe aufweisen, hier in Magenta dargestellt. Das ist natürlich auch entsprechend der eher funktionelle Gruppe. Das Verbindungssuffix lautet Säure. Und wahrscheinlich ist das bekannteste Beispiel die Ameisensäure, die danach benannt ist, dass die Ameisen sie ja verspritzen. Nach IUPAC chemisch korrekt müsste sie allerdings als Methansäure bezeichnet werden, denn wie wir hier dargestellt sehen, ist es ein Kohlenstoff, das heißt die Stammgruppe, die Stammkette ist ein Methan. Und die reaktive Gruppe, die das Verbindungssuffix bildet, ist die Säure, also wäre Methansäure der korrekte chemische Begriff dafür. Bei Säuren passiert das häufig, Essigsäure wäre eigentlich die Ethansäure, ist auch ein Beispiel dafür. Wenn es mehrere Säuregruppen gibt, was selten der Fall ist, aber theoretisch möglich, dann werden die jeweiligen Positionen mit der entsprechenden Zahl angegeben, wobei die COOH-Gruppe den niedrigsten Lokantensatz hat und die Anzahl mit den griechischen Vorsilben dargestellt wird. Allerdings gibt es hier eine Sonderregel. Die Endung lautet in solchen Fällen nicht mehr Säure, sondern Carbonsäure, um ganz nochmal deutlich darzustellen, dass es sich hier um eine kohlenstoffbasierende Säure handelt. Theoretisch könnte oder müsste man nach IUPAC auch bei den anderen Carbonsäure dran schreiben. Allerdings ist es keine verpflichtende Regel, deswegen praktisch ist es meist so, Säure zu sagen. Das hier zum Beispiel, Hauptstamm seht ihr 3Cs, also Propan. Und an den Stellen 1 und 2 sind Säuregruppen, also Propan, 1, 2 die Carbonsäure. Ja, durch die COOH-Gruppen sind Carbonsäuren gut wasserlöslich, also hydrophil. Und da der Alkylrest dies jedoch behindert, nimmt die Wasserlöslichkeit mit zunehmender Kettenlänge ab. Dafür steigt die Löslichkeit in Ölen, also die sogenannte Lipophilie von Lipos Fett. Ja, und da sehen wir, da ist auch schon wieder eine Gemeinsamkeit mit Alkohol. Carbonsäuren haben hohe Siedepunkte, die jedoch mit zunehmender Kettenlänge abnehmen. Und Carbonsäuren mit einer Länge bis zu 6 C-Atomen sind stark riechend und farblos. Und die Acidität, also die Fähigkeit, Protonen abzugeben, quasi die Säurestärke, oder auch die Fähigkeit, Basen an sich zu binden, die nimmt mit zunehmender Kettenlänge ab. Ist klar, die reaktive Gruppe wird immer schwächer, umso länger der Alkylschwanz ist, der da dran hängt. Die Acidität steigt ebenfalls, wenn das Nachbar-C-Atom eine positive Partialladung aufweist, da es dann die negativ geladene Carbonsäure-Restgruppe C- anzieht. Das wird erreicht, wenn an den Nachbar-C-Atomen Substituenten vorhanden sind, welche Elektronen stark anziehen, also eine höhere Elektronegativität aufweisen als C. Und dieser Effekt wird als sogenannter Induktionseffekt oder kurz I-Effekt bezeichnet. Sehen wir hier dargestellt die 2,2,2-Trichlorethansäure.
Und das ist eine sehr starke Säure, da die Chloratome das Nachbar-C partial positiv laden. Weil die Chloratome sind halt, wie erkläre ich das mal am besten, die sind halt stark elektronenanziehend, haben also eine hohe Elektronegativität. Und damit haben sie diesen Induktionseffekt, diesen negativen, ziehen die Elektronen an. Das Kohlenstoff verliert, sage ich mal, innerhalb der Verbindung diese Elektronen und wird dadurch partiell positiv geladen. Ja, damit kommen wir zur Darstellung. Bei den ersten beiden Reaktionen handelt es sich um Oxidation. Diese sind nur dann möglich, wenn keine andere oxidierbare Gruppe vorhanden ist, wie zum Beispiel Mehrverbindungen oder Hydroxylgruppen. Das wäre einerseits die Oxidation von primären Alkohol. Das machen wir mit Kaliumpermanganat. Und es entstehen dabei Carbonsäuren. Das zweite ist die Oxidation von Aldehyden, auch mit Kaliumpermanganat. Und ja, da entstehen halt Aldehyde, die zu Carbonsäuren oxidiert werden. Ihr seht, das Produkt ist gleich, auch wenn das Edukt variiert. Dann haben wir drittens die Spaltung von Carbonsäureestern. Das machen wir mit Schwefelsäure und damit lassen sich Ester in Wasser durch Addition in Alkohole und Carbonsäuren spalten. Das ist quasi wieder die Rückreaktion der Synthese, wenn wir so wollen. Den Mechanismus hatten wir jetzt schon ein paar Mal kurz uns angeschaut, diesen kleinen hier. Und es kommt halt wieder die Carbonsäure und das Alkohol raus. Viertens, Reaktion mit einer Grignard-Reagenz, also einer Magnesium-Halogen-Verbindung, an der ein Kohlenstoffrest hängt. Die schauen wir uns dann in der nächsten Vorlesung intensiv an, wie die funktioniert. Den Mechanismus zeige ich euch trotzdem. Allerdings ist der halt total anstrengend und es gibt haufenweise Grignard-Reaktionen, die sind total wichtig. Ich muss auch lernen, das richtig auszusprechen. Es heißt eigentlich richtig Grignard. Habe ich gelesen. In meinem Sprachbuch ist Grignard drin. Gut, aber damit lässt sich zum Beispiel hier CO2 zu einer Carbonsäure synthetisieren. Wir schauen uns diesen Mechanismus einmal dafür an. Hier haben wir diese Grignard-Reagenz, RMGBR. Und der Witz ist, wir brauchen die zweimal, um den Mechanismus darzustellen, auch wenn quasi reaktiv nur eine reagiert. Und wir sehen hier eine Doppelbindung, bindet sich an das Magnesium der ersten Grignard-Reagenz. Und ja, der Rest der zweiten Grignard-Reagenz bindet sich an das Kohlenstoff. Gleichzeitig tut der Rest der ersten Grignard-Reagenz sich an die zweite binden, womit quasi rein reaktionstechnisch nur ein Grignard-Reagenz reagiert und die zweite quasi wieder verfällt als Edukt. Und dann haben wir hier, ich sage jetzt mal so, eine Fastsäure raus, wobei das Wasserstoff durch diese MGBR-Rest ersetzt ist, also eine Metallhalogensäure theoretisch. Dann bindet sich ein freies Wasserstoff-Ion an den Sauerstoff. Damit ist der Sauerstoff dann erstmal dreibindig und damit eindeutig positiv geladen, weil es eine Bindung zu viel hat. Das wird sich aber dann gleich auflösen, denn es passiert Folgendes. Ein Wassermolekül bindet sich an das Kohlenstoff und einmal wird MgBrOH abgespalten. Womit wir dann hier quasi dann zu einem Kohlenstoff kommen, wo immer noch der Sauerstoff theoretisch partiell zu positiv geladen ist. Hier klappt dann aber die Bindung um. Das Wasserstoff wird abgespalten, das quasi zu viel an den Sauerstoff ist. Und es kommt unsere Carbonsäure raus. Wie gesagt, Grignard-Reaktion. Schematisch ist es relativ lang und aufwendig. Allerdings eine sehr selektive, sehr tolle Reaktion, die deshalb auch mit dem Nobelpreis geehrt wurde. Damit kommen wir zu den Reaktionen. Und die erste wäre die Dehydration zu einem Carbonsäureanhydrid. Wird als Katalysator das stark wasserziehende Phosphorpentoxid oder auch Schwefelsäure verwendet, wobei Phosphorpentoxid, seht ihr wieder in einem Reaktionsfall dargestellt, deutlich besser funktioniert, ist halt deutlich besser Oxidator. Verwendet reagieren zwei Carbonsäuremoleküle bei Erhitzen und der Abspaltung von Wasser zu dem entsprechenden Carbonsäureanhydrid. Reaktion ist quasi wie die ganz anderen, die wir hatten. Das OH des einen bindet sich an das O davon an das C des anderen. Die Bindung von dem anderen C, die zum OH ist, klappt um
zum Wasserstoff. Es wird quasi Wasser abgespalten. Und wir haben dann hier die beiden Kohlenstoffe über eine Sauerstoffbrücke verbunden. Und das ist typisch für ein Carbonsäureanhydrid, wenn die beiden Cs dann auch noch jeweils eine Doppelbindung zu einem anderen Sauerstoff aufweisen. Das zweite ist die Dehydration zu Estern. Mit Carbonsäuren reagieren Alkohole unter Wasserabspaltung zu Estern. Quasi selbes Prinzip, nur dass wir jetzt hier ein Alkohol als zweites Edukt haben. Damit sind wir dann auch schon bei Ethern. Und viele Ether kommen natürlich als Teil von Aromastoffen vor. Hier als Bild habe ich deswegen mal Anis genommen, denn dieses enthält Anethol und das ist ein Ether, der im Anis gebunden ist. Ether sind grundsätzlich erstmal allorganische Verbindungen, die eine ROR-Gruppe aufweisen. R muss natürlich dann Kohlenstoff sein und dieser Kohlenstoff darf keine Doppelbindung zu einem weiteren Sauerstoff aufweisen. Sondern es ist kein Ether mehr, sondern es ist ein Säureanhydrid. Die funktionelle Gruppe ist natürlich ROR. Und das Unangenehme an Ethern ist, dass die auch nach IUPAC verschieden benannt werden dürfen. Bekanntes Beispiel ist höchstwahrscheinlich der Diethylether, hier unten dargestellt. Ihr seht, vom Sauerstoff weg gehen links und rechts hier zwei Ketten, die aus zwei C-Atomen bestehen. Also Diethyl, zwei Ethylgruppen an der Ether-Bindung, der Sauerstoff. Man kann es auch Ethoxyethan nennen oder 3-Oxapentan. Und die genauen Benennungen, die schauen wir uns jetzt mal an, welchen Regeln die folgen. Wie schon gesagt, ist nämlich die Nomenklatur leider nicht einheitlich, da sie drei zulässige Bezeichnungen aufweist, wobei bei verzweigten Ethern die längste Kette Vorrang vor dem Ether hat. So, ich habe jetzt hier mal drei Beispiele gemacht und wir nehmen erstmal die erste Nomenklaturregel, wenn wir die anwenden wollen. Das wäre die Bezeichnung als Ether. Quasi Ether hängt dran, es geht quasi um die funktionelle Gruppe. Und dann wird zunächst der längste Alkylrest nach Länge der C-Atome benannt. Dann folgt der kürzere, wobei am Ende das Suffix Ether angehängt wird. Ausnahme sind die Alkylreste identisch. Dann wird das Präfix Di gewählt, gefolgt von Alkylrest nach Länge der C-Atome. Das Suffix lautet Ether. Machen wir hier ein Beispiel. Hier sind die beiden gleich lang, also Di. Wie lang sind sie? Ein C-Atom, also Methyl und dann Ether. Jeder, der das weiß, muss wissen, aha, Ether steht hinten, Dimethyl, das heißt links und rechts vom Sauerstoff jeweils eine C-Gruppe weg. So, beim zweiten Beispiel wären die Reste nicht identisch. Wir müssten zuerst den längsten benennen, der von O abgeht, das wäre Ethyl, dann den kürzeren, das wäre Methyl und dann Ether, um darzustellen, dass diese beiden Alkylreste an diesen Sauerstoff hängen, der sie miteinander verbindet. Hier ist es ein bisschen schwerer, wir haben eine abgehende Methylgruppe, das wäre in dem Fall Isopropyl, weil es halt aus drei C-Atomen besteht, die aber verzweigt sind. Dann der kürzere Methyl und dann halt wieder Ether, um zu zeigen, dass die beiden miteinander verbunden sind. Die zweite Nomenklaturregel wäre die Bezeichnung als Sauerstoffverbindung zwischen zwei Alkylresten. Es wird hier dann zunächst der kürzeste Alkylrest nach Länge der C-Atome benannt. Und dann folgt Oxa für das Sauerstoffatom zwischen den Alkylresten, gefolgt vom längsten Alkylrest. Gut, wie sieht das also aus? Das wäre hier Methyl, Oxa, Methan. Hier, wo sie unidentisch sind, Methyl, Oxa, Ethan. Weil man sagt, die längste Kette ist jetzt hier das Wichtige vom Namensgebend, Ethan. Oxa ist quasi ein interner Substituent. Da kommen wir zur Austauschnomenklatur, auch in der nächsten Vorlesung. Machen wir das ein bisschen genauer. Und Methyl ist quasi so eine Art Substituent am Sauerstoff. Das ist so der Gedankengang hinter dieser Nomenklaturregel. Benennen wir hier den Stamm wieder als letztes, weil es die Hauptgruppe ist, ist Isopropan hinten. Oxa ist quasi der Substituent und Methyl ist der Substituent der Sauerstoffgruppe. Es wäre also Methyl, Oxa, Isopropan. Das dritte ist die Bezeichnung des Sauerstoffs als reiner Substituent und der Sauerstoff wird wie ein Substituent mit vorgestellter Positionszahl dargestellt, der das Kohlenstoff an dieser Stelle ersetzt. Das ist die richtige reine Ersetzungsnomenklatur. Die behandeln wir dann wirklich ausführlich in der nächsten Vorlesung, weil das die ist, die ich empfehlen würde. Und diese Substitutions- und Austauschnomenklatur gilt halt auch für andere Verbindungen, nicht nur für Ether. Ist damit meines Erachtens die einheitliche Nomenklaturregel, die man verwenden sollte. Rate ich jeden so zu verwenden, es sei denn, er hat irgendjemanden, der verlangt, aus irgendeinem Grund, sei es ein Prüfer, Lehrer, Chef, keine Ahnung, der gerne sagt, nee, ich will die andere haben. Bitte, dann nehmt die andere, ist nicht verboten.
aber die hier ist die logischste. Und was man noch sagen muss, Vorteil ist, daher bleibt auch die Kettenlänge nämlich so erhalten, als wäre das O ein C. Also, wir benennen quasi hinten die Kette. Wir haben hier theoretisch, wenn es das O nicht gäbe, würde die Kette aus drei Kohlenstoffatomen bestehen. Es wäre also Propan. Und jetzt behandeln wir den Sauerstoff als internen Substituenten, der das Kohlenstoff ersetzt, was ja auch der Fall ist. Und geben ihn wirklich wie ein Substituent davor an, wobei ich sagen muss, richtige Substituenten haben hier Vorrang von der Benennung, ist aber erstmal egal, wie gesagt, bei der nächsten Vorlesung genauer. Das heißt, an der zweiten Stelle haben wir einen Sauerstoff, das einen Kohlenstoff ersetzt. Das haben wir haben also zwei Oxapropan. Ja, bei Beispiel 2 ist die Gesamtlänge, wenn das Sauerstoff ein Kohlenstoff wäre, 4, also Butan. Und auch hier ist an der zweiten Stelle, trotzdem ja kleine Nummer möglichst, Oxa, ein Sauerstoff vertreten, also 2 Oxobutan. Hier zum Beispiel bei den Verzweigten, deswegen habe ich ihn reingenommen, da ist die Benennung nämlich deutlich ein bisschen anders. Da hier Propan nämlich die Hauptkette dann darstellt, ist es 2 Methoxypropan. Und das ist wichtig, dass man das dann weiß, dass hier quasi der rechte Zweig der Propan, der ist 3C lang, ohne dass man Substituenten hat. Und dann haben wir hier an der zweiten Stelle von diesem Propan eine Methoxy-Verbindung. Dann gilt hier nämlich nicht die Ersatznomenklatur, weil wir sagen, es ist nicht mehr die Hauptkette, sondern wir sagen, diese Methyl-Sauerstoffgruppe, die ist der komplette Substituent, also hat die normale Substituentenbenennung Vorrang. Und wir nennen es hier nicht irgendwie als, was wäre das, kleiner Moment, 2-Methyl-3-Oxa, Butan, sondern 2-Methoxypropan. Interessant ist allerdings, dass nach dieser Austauschnomenklatur das, was ich gerade gesagt habe, auch zulässig wäre, aber es wird empfohlen, dass man halt wirklich zuerst die normale Substituentenbenennung vornimmt, wenn der Substituenten Name hat, und danach halt erst wirklich zu dieser Austauschnomenklatur wechselt. Wie gesagt, das ist ein kompliziertes Thema, da ist die IUPAC sehr uneinheitlich, ist ein bisschen unschön. Wie es komplett richtig ist, kann ich, sage ich mal, eigentlich auch nicht sagen, weil bei diesen Regeln keine Priorität richtig vorgegeben ist. Ich stelle es jetzt so vor, wie das offiziell, sage ich mal, richtig wäre, ob das offiziell sinnvoll ist. Daran lässt sich zweifeln. Deswegen also, am einfachsten ist, ihr macht das nach einer der ersten beiden Nomenklaturregeln, am saubersten wäre es nach der dritten. Allerdings bei verzweigten Sachen ist es hier dann schon wieder uneinheitlich. Gibt keine richtig schöne Lösung leider. Gut. Mal ein paar Basics zu den Ethern. Die sind erstmal reaktionsträge. Kurze Ether sind gut wasserlöslich. Die Wasserlöslichkeit nimmt mit zunehmender Kettenlänge allerdings stark ab. Und verglichen mit Alkoholen, aus denen sie synthetisiert werden, haben sie niedrige Schmelz- und Siedepunkte. Sie haben eine narkotisierende Wirkung, also man kann davon einpennen, betäuben oder auch sterben. Und an der Luft, vor allem unter Einwirkung von UV-Strahlen, das kann zur Reaktion von explosiven Peroxiden führen. Also die UV-Strahlung lässt den Umbau zu durch eine sogenannte Autooxidation zu einem Peroxid. Und Peroxide tun in der Regel dazu neigen, gerne mal zu explodieren durch die geringsten Einwirkungen. Kommen wir zur Darstellung. Das bekannteste ist wahrscheinlich die Williamson-Ether-Synthese. Hier wird ein Alkali-Alkoholat, also klingt erstmal kompliziert, es das heißt quasi einfach ein Alkohol, das aber keinen Wasserstoff an Sauerstoff hat, sondern ein Alkalimetall. Das reagiert dann unter Abspaltung eines Alkali-Halogensalzes mit einem Halogenalkan. Mit tertiären Halogenalkan klappt das nicht, da kommt es zur Bildung eines Alkens. Ansonsten entsteht halt ein Ether und natürlich ein Halogenalkan. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, ein Salz wäre vielleicht einfacher. In dem Fall entsteht halt Natriumchlorid. Das Sauerstoff bindet sich an den Rest, das frei werdende Natrium an das Chlor. Das zweite ist die Alkoholaddition an Alkene. Mit einer Säure als Katalysator reagieren Alkene mit Alkoholen zu Ethern. Wir sehen, im ersten Schritt bindet sich hier das Wasserstoff an die Doppelbindung. Es verbleibt ein partiell positiv geladenes Kohlenstoffatom, da es ihm eine Bindung fehlt. Es braucht ja vier quasi mal, um stabil zu sein. Das ist die Gelegenheit, dass der Alkohol sich dran binden kann, und zwar mit dem Sauerstoff an das C.
Das C ist jetzt erstmal nicht mehr partiell geladen, denn es hat ja vier Verbindungen. Allerdings hat jetzt der Sauerstoff des gerade frisch gebundenen Alkohols Problem, dass er dreibindig und deswegen partiell positiv ist. Die Lösung ist ganz einfach, es wird ein Wasserstoff von dem Alkohol abgespalten und ihr seht, wir haben hier dann ein Ether. Drittens, die Kondensation von Alkohol, also Kondensation, Fachbegriff für Wasserabspaltung. Mittels einer Säure als Katalysator reagieren halt Alkohol unter Wasserabspaltung zu Ethern. So, wir sehen, da ist dann wieder mal so ein Wasserstoff, das dann den Sauerstoff bindet, der Alkoholgruppe. Das wird dann partiell positiv. Dadurch bricht, sage ich mal, die Bindung ab und Wasser spaltet sich ab. Es verbleibt ein Rest, also es ist ein Kohlenstoff, an dem noch ein Rest dann theoretisch dranhängt, der partiell positiv geladen ist. Hier kann wieder das Alkohol angreifen, bindet sich daran, wobei wieder das OH des Alkohols positiv geladen ist. Es kommt wieder zur Wasserabspaltung. Ja, und schon haben wir ein Ether raus. Damit sind wir in der Reaktion. Wie wir schon quasi besprochen haben, sind Ether sehr stabil und daher können sie nur mit starken Säuren oder Basen gespalten werden. Und befindet sich am Sauerstoff ein tertiäres Kohlenstoff. So bindet sich bei Halogensäuren das Halogen an dieses, der Rest bildet dann das Alkohol. Sehen wir hier dargestellt, ein tertiärer Ether, sage ich mal in Anführungszeichen. Und ja, dann bindet sich das Wasserstoff an das O und der Bromrest bindet sich an das tertiäre Alkan. Und dann haben wir hier quasi dann wirklich einen tertiären Halogenalkan raus und einen Alkohol. Zweitens befindet sich am Sauerstoff nur ein primäres Kohlenstoff. So bindet sich bei Halogensäuren das Halogen an den kürzesten Alkylrest, der längere Rest bildet dann das Alkohol. Und nur zur Vollständigkeit, bei sekundären C-Ketten kommt es zu Mischungen, da können halt verschiedene Produkte entstehen. Und ihr seht, an den kurzen Rest immer das Halogen und der lange Rest bildet dann immer das Alkohol. Ja, und damit kommen wir zum Thema Ester. Und Ester bestehen aus einem Alkohol und einem Säureteil und wir kennen sie als Geschmacks- und Geruchsstoffe, vor allem aus Früchten. Allerdings gibt es auch Ester, die aus Glycerin und Fettsäuren bestehen und das sind dann die uns so bekannten Fette. Das sind also allorganische Verbindungen, die eine R-COOR-Gruppe aufweisen. Und sie weisen diese als funktionelle Gruppe auf und werden zunächst mit der Carbonsäure und dann mit dem Alkohol, allerdings statt OL wird YL angehangen, benannt, aus dem sie bestehen, gefolgt vom Bindungssuffix Ester. Also hier beim wohl bekanntesten erstmal der Säurerest, das Essigsäure, dann der Alkoholrest oder was noch vorher ein Alkohol war, Methyl und dann Ester als Verbindung. Sehen wir halt auch dargestellt. Man könnte auch sagen, Ethansäure-Methylester wäre nach IUPAC sogar noch besser. Damit kommen wir zu Punkt 4.1 der Darstellung. Und die erste Variante ist die Kondensation von Alkohol und Carbonsäuren. Denn mittels einer Säure als Katalysator reagieren Alkohole oder auch Phenole und Carbonsäuren oder alternativ anorganische Säuren unter Wasserabspaltung zu Estern. Allerdings dürfen wir hierbei nur wenig Wasser verwenden, da es eine Gleichgewichtsreaktion ist und das Wasser das Gleichgewicht zugunsten des E-Duktes legen würde und das ist ja das, was wir vermeiden wollen. Im ersten Schritt klappt quasi die Doppelbindung vom Sauerstoff zum C zu einem freien Wasserstoff-Ion, das im Wasser frei liegt, rüber. Was dazu führt natürlich, dass der Kohlenstoff jetzt partiell positiv geladen ist, da ihm eine Bindung fehlt. Hier kann, wie wir das jetzt schon so ähnlich kennen, ein Alkohol angreifen, indem sich da das Sauerstoff des Alkohols bindet. Das ist dann natürlich wieder dreifach gebunden und deswegen partiell positiv, weil es eine Bindung zu viel hat. Hier passiert allerdings Folgendes, die Bindung quasi zwischen Wasserstoff und Sauerstoff des gebundenen Alkohols klappt um zu dem Sauerstoff des bereits gebundenen Alkoholgruppe von unserem Ester, von unserer Carbonsäure dann. Und jetzt haben wir eigentlich quasi nur einen Umbau gehabt. Jetzt haben wir trotzdem wieder ein Sauerstoffatom, das positiv geladen ist. Aber ihr seht, das ist H2O quasi. Das heißt, die Bindung klappt weg. Dafür bildet sich eine Doppelbindung zum Sauerstoff und dem C.
Wasser wird abgespalten und jetzt haben wir eine Doppelbindung zum Sauerstoff mit der OH-Gruppe. Und der Sauerstoff ist natürlich auch hier wieder positiv geladen, da wieder eine Bindung mehr vorliegt. Die Bindung klappt um, das Wasserstoff spaltet sich dann quasi ab. Damit haben wir dann wirklich raus, was wir wollen. Und ja, ihr seht, das hier ist unser toller Ester dann. Das zweite wäre die Reaktion von Alkohol mit Carbonsäureanhydriden. Denn bei Überschuss von Alkoholen katalysiert mittels Säuren reagieren Carbonsäureanhydride zu Estern sowie Carbonsäuren. Das ist die sogenannte Alkoholyse. Ja, und ihr seht das mal hier dargestellt. Da ist unser Carbonsäureanhydrid und quasi der Rest bindet sich an das mittlere Sauerstoffatom und die OH-Gruppe an das oder eins der beiden Cs und rauskommt natürlich dann unser Ester und eine Carbonsäure. Damit kommen wir zu den Reaktionen und auch Ester sind sehr reaktionsträger und daher können sie nur mit starken Säuren oder Basen bei Erhitzen gespalten werden. Und dabei muss auch noch ein Wasserüberschuss vorhanden sein, denn es ist eine Gleichschutzreaktion. Es handelt sich dann hierbei um die Rückreaktion der Darstellung, die daher stattfindet, dass Wasser im Überschuss eingesetzt wird. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir dürfen nicht so viel Wasser verwenden. Und damit verschiebt sich das Gleichgewicht auf die Seite der Säure und des Alkohols, was die Reaktion erst stattfinden lässt, weil die Säure als Proton-Donator katalytisch wirkt. Ja, hier verkürzt eigentlich quasi mal dargestellt, dass sich das Wasser wieder dran bindet und dann die Carbonsäure und der Alkohol wieder bilden. Damit kommen wir zum Thema Carbonsäureanhydride. Und hierbei handelt es sich aus zwei Carbonsäuren, die über ihr O der ehemaligen OH-Gruppe miteinander verbunden sind. Sie haben also typische Verbindung COOCO. Und das ist natürlich auch automatisch die funktionelle Gruppe. Und die, je nach Symmetrie werden Carbonsäureanhydride verschieden benannt. Sind sie symmetrisch, das heißt beide Carbonsäure-Ester sind identisch, dann wird an den Säurenamen einfach das Suffix Anhydrid drangegangen. Hier zum Beispiel, das wäre Ethansäure oder Essigsäure-Anhydrid. Sind die Reste allerdings ungleich, dann kommt zuerst der Name der Langsäure, dann der Name der kurzen Säure und dann unser Verbindungssuffix. Hier an dem Beispiel wäre es Ethansäure, Methansäure, Anhydrid. Zur Darstellung können wir sagen, die erste Variante ist die Dehydration zu Carbonsäureanhydrid. Denn wird als Katalysator das stark wasserziehende Phosphorpentoxid oder alternativ Schwefelsäure verwendet, dann reagieren zwei Carbonsäuremoleküle bei Erhitzen und der Abspaltung von Wasser zu dem entsprechenden Carbonsäureanhydrid. Das Schema schauen wir uns jetzt an. Wir sehen, es reagiert zunächst erstmal mit einem freien Wasserstoffion, das sich am Sauerstoff bindet, den doppelt gebundenen. Damit haben wir einen zweifachen Alkohol und ein partiell positiv geladenes Kohlenstoffatom. Das ist natürlich instabil und gibt die Möglichkeit, dass die Säure nochmal angreift, also ein zweites Molekül. Auch wieder bei der OH-Gruppe, wie wir es gerade vorhin schon gesehen haben. Und damit haben wir jetzt schon zwei Carbonsäure miteinander vernetzt und unser Kohlenstoff oben ist quasi an drei Alkoholgruppen gebunden. Problem, der Sauerstoff unserer neuen Säure ist natürlich jetzt dreifach gebunden und deswegen partial positiv geladen. Es kommt also wieder zur Bindungsumwandlung. Das H klappt zur OH-Gruppe unserer ehemaligen Säure um. Und damit sehen wir, wir haben wieder eine Wassergruppe, die gut abgespalten werden kann. Und das C bildet eine Doppelbindung zum Sauerstoff nach oben aus. Wobei wir natürlich jetzt wieder das Problem haben, dass es dreifach gebunden. Die einfache Lösung ist, dass das Wasserstoffion abgespalten wird. Und wir haben unser Anhydrid hergestellt. Ja, Reaktion der Carbonsäureanhydride. Der erste wäre Reaktion von Alkoholen oder mit Alkoholen. Und da wird bei einem Überschuss von Alkohol katalysiert mittels Säure. Da kommt es dann zur Reaktion zu Estern sowie Carbonsäuren. Die sogenannte Alkoholyse hatten wir uns vorhin schon mal genau angeschaut. Ihr seht, hier kommt halt dann ein Ester und eine Carbonsäure raus, genau. Das zweitens ist dass mittels saurer Katalyse Erhitzen und einem Wasserüberschuss es zu einer Abspaltung kommen kann und dadurch die Säuren entstehen, aus denen die Carbonsäureanhydride zusammengesetzt sind. Ihr seht, an das O bindet sich einfach quasi, sag ich mal, Wasserstoff und an die frei werdende Verbindung des anderen Kohlenstoffrests das OH des Wassers und damit haben wir zweimal unser
Carbonsäure raus. So, soviel zur Theorie, jetzt ein bisschen zur Übung. Ich habe mir wieder ein paar Aufgaben ausgedacht und ich würde euch gerne bitten, dass ihr Stift und Papier zur Hand nehmt und einfach mal versucht, diese zu lösen. Pausiert das Video natürlich an dieser Stelle. Ich gehe schon weiter, gehe natürlich zu den Lösungen. Dann könnt ihr es dann einfach laufen lassen, wenn ihr soweit seid. Wir vergleichen unsere Ergebnisse und hoffentlich haben wir es selber raus. Ich drücke euch ganz fest die Daumen und ich denke schon, dass das wird. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. 1a. Hier soll die Verbindung genannt werden. War eigentlich gar nicht so schwer. Problem war, wir mussten wissen, von wo wir zählen. Wir mussten von rechts zählen und kamen damit auf 2-Methylpentan, 1,4,4-Triol. Warum? Ja gut, die erste Regel ist, die Alkoholgruppen, das ist die prioritisierte Regel, müssen eine niedrige Nummer haben. Zählen von links kommen wir auf 2,2,5-Triol. Zählen wir von rechts auf 1,4,4-Triol. Das heißt, in der Summe ergeben die beide 9. Das heißt, die Benennung ist uneindeutig hier in dem Fall. Aber wir haben noch einen Substituenten, und zwar diese Methylgruppe. Und auch die muss, wenn es uneindeutig ist, eine möglichst niedrige Nummer bekommen. Würden wir jetzt also das 2,2,5-Triol nehmen, dann würde die Methylgruppe an vierter Position stehen. Das wäre halt nicht möglichst niedrig. Deswegen sind wir gezwungen, durch diese Methylgruppe von rechts zu zählen. B. Das war gar nicht so schwer. Man musste eigentlich nur erkennen, dass es hier ein Anhydrid ist. Und dann zählen, wie lange quasi die Säuren waren, aus denen es mal bestand. Ja gut, nach links gehen 2 C-Atome weg, es war also eine Ethansäure. Nach rechts gehen 4 C-Atome weg, ist also die Butansäure gewesen. Also langer Name, kurzer Name Anhydrid, es ist also das Butansäure, Ethansäure, Anhydrid. Bei 2 ist es andersrum, ich habe den Namen gegeben, hier alle drei möglichen Namen, weil ja IUPAC hier ein bisschen uneindeutig ist. Und die sollte man zeichnen, ja, war quasi einfach ein Ether. Und da muss man an sechster Stelle halt die Ether-Verbindung machen und dann noch schauen, dass das Chlor richtig steht. War, denke ich, nicht so schwer. Bei B habe ich es noch ein bisschen anders gezeichnet einfach. War auch nicht so schwer, man musste erkennen, dass es eine Säure ist. Und dann nur schauen, an welcher Position die Methylgruppen stehen. Ausgehend zu zählen, da wo die Säuregruppe ist. Halt an der dritten und vierten Stelle dann noch eine Methylgruppe dran gezeichnet. Hauptkette aus 7 Cs. Voilà, man war fertig. Ich denke, das hat bei allen gut geklappt. Drittens, ja, das war schon ein bisschen schwerer. Hier sollte man die Reaktionsgleichung ergänzen. Wir hatten jetzt hier als Edukt ein Ether und mussten mit irgendwas reagieren lassen, damit ein Halogenalkan rauskommt und ein Alkohol. Und wenn wir uns die Frage stellen, was soll das sein? Ja, Brom kommt dazu, Wasser kommt dazu, also Wasserstoff, Entschuldigung. Es ist also am besten mit Brom-Wasserstoff. Es kommt zur Spaltung. Das Brom bindet sich an unseren tertiäres C. Das Wasserstoff an das O, es ergibt das Alkohol. Normalerweise entsteht der Langalkohol, aber nicht bei Tertiären. Da hat die Kurzverbindung Vorrang. Okay, bei B hatten wir ein Alkan, das mit Wassersäure katalysiert reagieren soll. Und hier war die Frage, was soll dabei denn bitte rauskommen? Das ist natürlich eine klassische Additionsreaktion, wobei der Alkohol sich an die Doppelbindung, wo die Methylgruppe dran ist, bindet. Es entsteht immer der höchst substituierte. Das heißt, das hier ist unser Produkt. Bei C sollte irgendwas unter Katalyse mit Schwefelsäure und Hitze mit Wasser reagieren. Und es sollte eine Carbonsäure und Alkohol rauskommen. Wenn wir jetzt uns fragen, wie können wir das denn herstellen? Ja, es kann natürlich nur eine Spaltung sein. Und nur die Spaltung von einem Ester bewirkt, die als Produkte eine Carbonsäure und ein Alkohol. Bei D haben wir gar kein Edukt, wir wissen nur, mit Hitze und unserem tollen Katalysator soll ein Carbonsäure-Anhydrid entstehen. Hier in dem Fall die Propansäure-Anhydrid und Wasser. Ja, wenn man sich fragt, was soll das sein? Naja, es kann nur die klassische Synthese von Anhydriden sein. Das heißt, es reagiert zweimal die Säure miteinander, die Propansäure, und dabei entsteht ihr Anhydrid. Drittens war bestimmt das Schwerste, beziehungsweise viertens auf Folie 3 war das Schwerste. Das komplette Reaktionsschema für die schwefelsäurekatalysierte Veresterung von Ethansäure und Methanol soll dargestellt werden. Das setzt natürlich voraus, dass man das Schema voll drauf hat. Und wir beginnen natürlich hier mit unserer Ethansäure. Die Doppelbindung zum Sauerstoff klappt um zum Wasserstoff, zu dem Freien.
Es entsteht quasi ein zweifacher Alkohol und partial positiv geladenes Kohlenstoffatom, was instabil ist. Da kann unser Methanol dann mit seiner OH-Gruppe, genau mit dem O davon, angreifen. Wir haben erstmal einen dreifachen Alkohol und eine partial positiv geladene OH-Gruppe. Die ist instabil, sie klappt um zu dem anderen OH unserer Ethansäure. Und damit haben wir eine gut abspaltbare Wassergruppe, die tatsächlich auch abgespalten wird. Die so frei werdende Verbindung vom Kohlenstoff bindet sich zum OH nach oben. Problem ist natürlich, da ist jetzt ein partiell positiv geladenes Sauerstoffatom. Das erledigt sich auch schnell, weil das Wasserstoff wird wieder abgespalten. Ja, und dann haben wir unseren Ester hergestellt. Und ja, das ist, wie man sieht, natürlich Dezatansäure-Methylester. Damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Ich hoffe, es war spannend, interessant, hat euch was gezeigt. Nächstes Mal machen wir ein bisschen weiter mit Nomenklatur, genau genommen halt mit der Austauschnomenklatur und vor allem mit der Grignard-Reaktion, weil die unglaublich wichtig ist, auch wenn wir noch nicht alle Verbindungen kennen, aber die kann mit so vielen reagieren und so wichtig, dass ich sie gerne vorziehen möchte. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr gerne mehr Videos wollt oder ganz einfach, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, weil das auch sehr hilft, dann würde ich mich über ein Abo freuen, ein Daumen hoch ist auch sehr hilfreich und ihr wisst ja, denke ich, von allen anderen möglichen Videos, wer gerne immer über alle neuen Videos informiert sein möchte, am besten die Glocke aktivieren, dann wird man direkt informiert, kommt ja wöchentlich was Neues. Und bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss!